So Leute, nachdem die Wii U mal wieder einen halben Schlaganfall hatte, um das Spiel zu starten und es bis gerade eben immer noch tat, wünsche ich euch hier zurück. Alter, ich labe immer wieder nur Scheiße. Heiße ich euch zurück zu Xenoblade Chronicles X. Und Scheiß, warum macht die Wii U so krass viele Töne? Kann mir das jemand sagen? Vor allem so krass war das noch nie bei mir. Alter, ich habe jetzt schon Tage keine Xenoblade mehr aufgenommen, ne? So, an meinem Tag habe ich hatte die Riser und PMD zu Ende aufgenommen. Am Tag darauf habe ich My Hero One Justice angefangen. Auf jeden Fall ist es besser, wenn ich die Waffe nutze. Alter, ich brauche echt Heilung, ne? Alter, gerade so geschafft. Ich weiß gar nicht, welches Level wir haben. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied zwischen dem Rang und dem Level ist. Aber egal. Irgendwie wird hier nichts erklärt bezüglich des Kampfsystems. In Xenoblade 2 wird da voll viel erklärt, aber hier gar nichts. Alter, hat die Wii U schon wieder so einen halben Schlaganfall, what the fuck? Auf jeden Fall müssen wir hier in dieses Gebäude. Weil ich find's immer krass, wie klein man gegenüber von sowas wirkt. Boah, what the fuck, wo muss ich denn hin? Ach so, stimmt. Zu den Nachtdingern. Hieß es nicht, da wäre ein Aufzug für hoch. Ah, hier. Aufzugsbrett online. Ja, das würde ich auch gerne mal von Nintendo sehen, dieses online. Und bitte Gutes und kein Switch online. Online. Ich habe ein Menü, konnten wir mal wieder nicht öffnen wegen Xenoblade 2, oder? Keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall nicht getestet. Wir müssen schon rein. Die Kamera, die ist ein bisschen seltsam so, finde ich. Er kann irgendwie aufhören, so viele Töne zu machen. Alter, was war das für ein lange Land? Prolog 5 von 5, Trophäe erhalten. Ist immer wieder geil, dass die Ingame Achievements machen, aber nie auf die Konsolen. Die scheinen ja doch schon gefallen zu haben an diese Trophäen. Bei mir gibt's das nie auf der Konsole, immer nur in den Games manchmal. New Los Angeles, NLA. Krass. Warum erinnert mich das so krass an Midgar?
sind bei krass. Ich hätte die Wii U fast einen Tag lang unangesteckt da liegen und sie ist voll. Vor allen Dingen, ich hätte gedacht, dass wenn sie schon nicht leer ist, dass sie fast leer ist, aber nein, die ist voll. Die ist einfach voll, Leute. Xenoblade Chronicles X, ja, ich weiß, wo ich bin, danke. Ich glaube, es gibt hier auch 10 Kapitel wie in Xenoblade 2. Ja, muss ich aber nachschauen. Wisst ihr, was mache ich jetzt sogar? Alter, Wii U, halt die Fresse. Alter, die wird jetzt wieder so lange... Ja, ohne Scheiß. Das ist echt nervig. Hört man das eigentlich? Es gibt 12 mit einem Epilog. Okay, jetzt ist nur die Frage, sind die länger, sind die kürzer? Wie viel Inhalt haben die? Frage nach diese Frage nach wer diese beiden sind. Ich zeige Interesse. Können wir uns bewegen? Kapitel 1, New Los Angeles.
Region entdeckt, Industriegebiet. Ich werde auch noch nachschauen, wie lange das Game ungefähr ist, so damit ich abschätzen kann, wie viele Parts es sein werden. So. Ohne Quests natürlich, weil ich auch noch ein Real Life besitze und andere Games spielen möchte. Alter, Wii U, halt die Fresse. Alter, die Wii U macht da laut Geräusche. Ungefähr 69, schon eine halbe Stunde so, wenn man es normal spielt. Ja, wenn das wieder 69 Parts oder was? Das ist ein bisschen länger als Xenoblade 2 anscheinend. Und länger als Xenoblade 1. Also laut Internet, ne? Kann natürlich sein, dass wir das viel schneller schaffen. Weil wir in Xenoblade 2 halt teilweise noch Quests gemacht haben. Und wir schauen mal skeptisch rein. Right, sind sie. Ja, aber ohne Scheiß, der Typ, den wir vorhin gesehen haben, der so schnell hier raufgekommen ist, Alter, ohne Scheiß, ich würde mich nicht wundern, wenn der böse ist. Ohne Scheiß, warte, 2 von 5? Geht das immer so schnell? Warte mal. Ah, nee, stimmt, Team ist hier. Okay, Lin ist ein Team, ich wollte gerade sagen, die ist doch selbst ein Teammitglied. Und ja, schon hier Bestätigung, sie ist Teammitglied. Das freut mich. Das freut mich sehr. Was ist das auf der Karte? Ist das eine Quest? Geht's hier weiter? Ist das eine Quest? Keine Ahnung. Wenn da so eine lange Ladesequenz ist, denke ich eher, dass es Story ist.
frage mich, was die für eine Waffe hat. Ohne Scheiß, ich hätte vielleicht jemand anderes davor, damit soll das mein Protagonisten. Aber hey, ich habe auch gesehen, wir scheinen echt nicht schlecht vom Level her zu sein, die sogar höher als sie. Was ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen. Weil so neue Teammitglieder zeigen immer ungefähr, auf welchem Level man sein sollte. Ist das sowas wie eine Hubworld? Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass da im Gegensatz zum Xenoblade 2 oder wahrscheinlich auch Xenoblade 1 nicht mehrere Dörfer gibt und so, ne, wo es das alles gibt, sondern eine große City, weil das halt komplett unerforscht ist und so, die Welt. Wohnviertel. Ja, das scheint eine riesen City zu sein. Alter. Und du scheißt, die größte City, die ich je im Spiel erkundet habe, war Illumina City auf dem 3DS. Pokémon X und Y. Aber Illumina City war auch eine geile Stadt, muss ich zugeben. Alter. Kriegt die Nostalgie bei mir. Ohne Scheiß, irgendwie erinnert mich genau diese Stelle voll an Midgar aus Final Fantasy 7. Warum auch immer. Also, ich hab schon irgendwie Bock, jetzt den Ort zu erkunden, bin ich ganz ehrlich. Aber da jetzt dieses 2 von 5 und so, heißt das, dass die Kapitel echt richtig kurz sind? Das kann ich mir fast kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Oder war jetzt nur das erste so kurz? Oder der Anfang ist kurz und später wird es deutlich länger. Ich nehme an, das ist nur so eine Art. Ich nehme an, das dritte ist jetzt nur New Los Angeles. Hier das erste Kapitel. So, wie ich es dann haben wir erwähnt. Aber ich fand die Namen. Ich habe mir die Namen ja auch angesehen, als ich nach den Kapiteln geschaut habe. Ne? Und ich muss sagen, die Kapitelnamen finde ich deutlich besser in Xenoblade 2. So. Und in Xenoblade 2 sieht man am Ende des Kapitels. Oder mittendrin halt, warum es so heißt. Hier jetzt zum Beispiel beim ersten weiß man schon von Anfang an, ja, geht um New Los Angeles. Ja, 3 von 5. Das erste scheint ja mega cool zu sein. Und wo sehe ich diese Trophäen? Auch schön. Ja. Ich kämpfe jetzt mit der Kleinen. Interessante Waffen scheint sie zu haben. Okay, wisst ihr was? Ich gehe auf Elmer. Ich glaube, Elmer wäre besser. Ja, die Menüführung ist ein bisschen seltsam, muss ich schon zugeben. Kampfrufe. Alter, das ist mir alles viel zu umständlich, bin ich ganz ehrlich. Online. Als ob das Spiel online hat. Muss man ins Gebäude rein oder da rundherum?
Ich denke eher, man muss ins Gebäude rein, oder? Ja doch, ich denke schon, dass wir ins Gebäude rein müssen, oder? Nein, wir kommen da gar nicht rein. Weil es scheint ja auch sehr krass gesichert zu sein, so. Weil ich wollte gerade sagen, ich frage mich, wie das mit der Erde passiert ist. Dann habe ich mich an die Anfangskatzin erinnert. Und ich vergesse immer wieder, dass ich springen kann. Was Mechanik Level 2? Setzing haben wir später noch. Ja, da komme ich noch nicht hin. Arsenalallee. Erkundigen. Okay, ich glaube, ich soll jetzt wirklich dorthin gehen. Wie sprinte ich? Ah, stimmt, ja. L gedrückt halten. Vergesse ich schon, weil ich in Part 1 gelernt habe. Hier in Part 2 schon. Das kann ja nur gut werden. Aber ja, das Sprinten, ich mag das Sprinten. Das ist so viel schneller als in Xenoblade 2. Ich liebe das Spiel dafür, aber die Ladezeiten dafür liebe ich das Spiel definitiv nicht. Für die Ladezeiten. Obwohl es da jetzt sogar noch ging. Ja, zeig mir mal Interesse. Alter, die Kleinstadt muss hier stehen, die sein, arbeitet mit Maschinen, kann Tee kochen. In dem jungen Alter beachtlich. Ich kann noch nicht mal was in der Mikrowelle warm machen, also. Also deswegen Hut ab. Wie sie nochmal. Ich hab den Namen vergessen. Aber ey, wir werden uns den noch merken. Sie scheint so ein bisschen wie Tora, seltsame Waffen zu benutzen, oder besser gesagt, einzigartige Waffen. Ja.
die Menschen auf mir gelandet sind. Erklären, erkundigen, nachhaken. Kopfhörer nachhaken. Dass es um ein Steuerkreuz geht. Klären. Essential personnel were conscious and active.
Okay. Jetzt erkundigen wir noch uns noch, wie es mit der Registrierung weitergeht. Verwaltungsspitze. Handlungsvision, ja, die gibt es auch hier, okay. Nichts Neues aus Steven Welt 2 also. 4 von 5, wollt ihr mich verarschen? Blade Quartier. Alter. Gefühlt ist die Normalgeschwindigkeit schneller als das Sprint in Xenoblade 2. Da hat die Wii U schon wieder einen Schlaganfall. Unglaublich. Das haben wir noch nie gehört von, was sind das? Nein. Ist halt schon krass, ne? Ja, die wollen uns das echt schmackhaft machen mit den Blades beitreten, ne? Werden keine neuen hergestellt? Oder sind die Ressourcen dafür nicht da? Das kann ich mir vorstellen. Die wollen uns doch echt da irgendwie, die wollen das schon erzwingen, ne? Alter, die wollen doch echt alles machen, damit wir dort beitreten, ne?
Und hier werden Quests ausgeteilt. Wait, ich merke jetzt, dass ich die Kamera einfach rumdrehen kann. Ist das gewollt? Okay, es ist das Zeichen hier, ne? Trophäe erhalten. Later. Da ist gerade, natürlich musste jemand wieder in mein Zimmer gehen. Ich muss jetzt gerade wieder irgendwie die Tür zu machen, wie in Atelier Riser. So, geschafft. Das ist so eine Sprechweise, über die ich mit dem. Achso, hier. Idiot. Alter, sag mal, die erwähnen andauernd das, ja, wenn du bei uns hier mitmachen würdest und so. Sag mal, ihr wollt es doch echt erzwingen. Du machst doch auch damit. Das macht ihr doch alle. Das macht ihr doch alle ohne Scheiß. Ja, shoppen. Wenn, da gibt es jetzt auch bestimmte Sachen nur für Blades, wo wir hin dürfen, wenn wir Blade hier eine Blade mitmachen. Warum ist die Scheiße so nah beieinander? Nebenbei, ich finde das richtig seltsam. Ich spiele einfach mal ein JRPG auf der Wii U. Das ist so seltsam. Holy shit. Okay. Interessant aus. Ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die damit flexen wollen. Ja, das geht aber nur, wenn man Blade beigetreten ist und eine Pilotprüfung gemacht hat. Wollten Sie uns nicht das... Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Wollten die uns nicht das zeigen, wo man sich anmelden kann? Jetzt zeigen die uns hier überall rum. Kann ich irgendwie die... Kann ich irgendwie die... Alter, Ujo hat wieder einen Schlaganfall. Ach so, das ist hier. Alter, von der Musik haben wir kaum was gehört. Wandam! Oh mein Gott! Wandam! Das ist also mit ihm nach dem Tod passiert. Er ist nach Mira gegangen. Er ist nach Mira gekommen nach seinem toten Xenoblade 2. Ja, ganz cool. Thank you.
Haben Sie eigentlich irgendeine Wahl? Handlungsmission ab. Als ob Kapitel 1, 5 und 5, weiß es jetzt, kommt Kapitel 2 danach. Ja. Gibt es jetzt hier auch so eine Anfangskatzin? Das weiß ich gerade nicht genau. Oder sind wir jetzt gerade irgendwo dazwischen? Obwohl die ist 5 von 5, muss ja nicht zwingend heißen, dass das dann das Ende des Kapitels ist, obwohl ich es schon denke. Alter, es wird sogar, wenn einer von denen Naruto Run machen würde. Komm, als ob die das machen würden. Aber ohne Schluss, es ist so seltsam, auf der JRPG zu spielen und dann ist es noch nicht mal auf der Switch, sondern die Konsole, die direkt neben dran steht und dann ist das die Wii U. Das fühlt sich so falsch an. Das fühlt sich echt falsch an, einfach nur. Ich habe jetzt auf der Karte gesehen, wo das ist. Meistens kommt da ja so ein fetter Kreis, nur diesmal hatten die keinen Bock auf den fetten Kreis. Headquartier. Ich finde das so witzig, dass der einfach Wandam heißt. Wie der Typ aus Xenoblade 2, der gestorben ist. Er will, dass ich Blade beitrete, ne? Entscheiden muss ich ja. Komm. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man nein drückt. Bei den coolsten, ja, da freue ich mich, dass ich bei den coolen Kids dabei bin, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ich finde das so cool, dass man manchmal bei Katzen die Kamera einfach drehen kann. Weil es sind auch nicht mal wirklich Katzen, sondern mehr so ja, Erklärungen halt, ne? Ich finde es cool, dass man sich ein bisschen umschauen kann, so.
Also ganz ehrlich, ich denke, dass das so eine Riesenwelt ist um New Los Angeles. So kann ich, so stelle ich es mir vor. Ich meine, da, als wir auf die Karte geschaut haben, konnten wir nicht die Kamera drehen. Weißt du, was wichtig ist, das nehme ich mal an. Handlungsmission Kapitel 2. Startet jetzt Kapitel 2. Kapitel 2, neues Land. Ja! Juhu, Kapitel 1 und 4. Sag mir jetzt nicht, dass es noch kürzer ist als Kapitel 1. Das wäre absolut. Hallo, das ist Elma. Als ob ihr ihre ID nicht identifizieren könnt. Ja, ich muss irgendwie rausfinden. Obwohl, es gibt ja der gelbe Pfeil, der mich führt. Das ist mein Führer. So, da will ich jetzt ja mehr oder weniger zu Blade gehören. Dürfen wir auch bei den coolen Kids mitmachen, das freut mich. Alter, die Wii hat mal wieder einen Schlaganfall. Prahle damit, dass Elmar und du dafür verantwortlich seid, spekuliere, dass ich ihn und gut. Das waren wir. Schade, ich wollte mich cool fühlen. Schade. Die war doch easy peasy. Nein. Karte, hier spricht Eleonora. Ich kann nicht stehen. Oh, wir haben eine Karte auf dem Touchscreen. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Karte jetzt für dich freigeschaltet ist. Sie wird dir auf deinem Com-Gerät angezeigt und bietet Infos zu jedem Segment auf Mira. Wirf unbedingt einen Blick darauf, wenn du mal nicht weiter weißt. Alter, aktuell 0% der Karte. Alter. Der Sprung ist übelst groß und übelst weit. So. Alter. Schon diesbezüglich ist das Xenoblade 2 überlegen. Los, schneller. Ich will mal ein bisschen mit Elmar zocken. Okay, so weit weg von der Basis scheint das jetzt nicht zu sein. Forschungsstatus 0% steht da. AP Osttor. Komm, ich will einen Kampf machen. Laut Karte sind ja übelst viele Gegner. Oder auch nicht.
Das ist ein großes Vieh. Ich würde ja wissen, was ein Tyrann ist. Gut machen. Wir haben 4 Minuten auf dem Timer, aber ich glaube, ich kann ein bisschen länger machen. Ja. Können wir uns noch vorher vorbereiten? Kapitel 12, 4, Alter. Tyrannen sind richtig mies. Auf keinen Fall darauf losstürmen. Überprüfe unbedingt erst deine Ausrüstung, also sämtliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände und sorge dafür, dass deine Techniken bereits und trainiert sind. Sonst siehst du alt aus. Überprüfen Hauptmenü-Team, Ausrüstung, Techniken trainieren. Hauptmenü-Team, Techniken X trainieren. Technik trainieren, okay. Danke, Lin. Aber ich würde sagen, das war's tatsächlich für den Part. Ich werde noch unseren Hauptcharakter nach vorne tun. Ich wollte jetzt nämlich nicht gleich mit dem Boss mit dir kämpfen. Bei dem Boss mit dir kämpfen. Und ja, ich würde sagen, das war's tatsächlich für diesen Part. Bis zum nächsten Mal, Leute, wo wir dann gegen dieses Monster kämpfen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.